Heute wird mir auf den Kopf geschissen. Loco Dojo unleashed auf der Oculus Quest. Ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ihr schaut Feuerwalz, ich bin der Sascha und heute schaue ich in Loco Dojo unleashed für die Oculus Quest. Das Spiel erscheint am Donnerstag im Oculus Quest Store. Ich habe eine Vorabversion, ich durfte vorher reinschauen und ich darf es euch auch vorher schon zeigen. Das Spiel soll 19,99 Dollar kosten laut Entwickler. Ich gehe jetzt mal von 20 Euro aus. Ansonsten findet ihr den aktuellen oder den richtigen Preis in der Videobeschreibung. Was ist es? Es ist eine Minispielsammlung, die ihr alleine spielen könnt oder auch im Multiplayer. Und da entfaltet das Spiel natürlich erstmal richtig seine ganze Wirkung. Ich schaue mir die Minispiele jetzt erstmal im Singleplayer für euch an, damit ihr überhaupt wisst, was für Spiele auf euch zukommen, wie das Ganze ausschaut, wie die sich spielen, ob das schwer ist oder ob man dafür studiert haben muss. Und ihr erfahrt natürlich, wer mir auf den Kopf geschissen hat. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Schauen und wir sehen uns gleich wieder im Spiel. So Leute, ich bin in Loco Dojo Unleashed. Ja, und der erste Eindruck, der sieht gar nicht so schlecht aus, muss ich sagen. Also was mir richtig gut gefällt, ist hier dieser Boden, ne? Der sieht richtig cool aus, so richtig wie Holz. Ja, die Schilder, so die Kanten, die flimmern ganz leicht. Auch dieses Holzgebälk da hinten so ganz leicht. Aber wie gesagt, das ist wirklich Meckern auf ganz hohem Niveau. Ja, ist eine Minispielsammlung. Ja, was ich hier so machen kann, das finden wir jetzt raus. Und das Ganze ist eigentlich auch ein Multiplayer-Spiel. Also das macht natürlich richtig Bock, wenn man das mit mehreren spielt. In diesem Video schaue ich mir aber erstmal die Singleplayer-Variante an. Mal schauen, ob das Ding dann auch für Singleplayer geeignet ist. Aber ich sehe natürlich dann auch die ganzen Spiele, die diese App beinhaltet. Ich hoffe, ich komme zu allen Spielen. Ich weiß ja nicht, wie viel drin ist. Und was haben wir da? Okay, das sind Einladungen. Okay, wir gucken aber natürlich erstmal auf die Settings. Was war das denn? Ich habe es kaputt gemacht. Okay, es gibt Achievements, Statistik, Change Avatar, dominante Hand, Audio Options. Okay, mal erstmal Audio Options. Okay, das knackt scharf hier, das sieht cool aus. Aber das lassen wir so. Geil gemacht, ha? Gefällt mir. So, dominante Hand. Die rechte hier, komm, mach mal. Okay, Hammer. So, dann machen wir einen neuen Avatar, ne? Würde ich sagen. So, ach, guck mal, mit so einem Spiegel. Und die hat sogar so, ja, so eine Spiegelfläche. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Aber man sieht, dass es ein Spiegel ist. Als wären da so kleine, ja, Schmierfinger drauf. Richtig cool gemacht, gefällt mir. So, was haben wir da? Ne, das möchte ich nicht. Ach, das darf ich noch nicht? Ja, die Schwatten kann ich noch nicht. Die muss ich wahrscheinlich freischalten. Ich bin noch kein Pferd, ey. Ach komm, dann nehme ich den Hund. Ne, das ist ein Hund. Was gibt es denn später noch? Eine Kuh. Der ist auch cool, ne? Also es gibt insgesamt 12 Gesichter. Okay, ich nehme den Hund. Ist natürlich jetzt, wenn ich alleine spiele, uninteressant, ne? So, dann haben wir noch die Statistiken. Wir gucken natürlich einmal rein. So, Tournaments Play 0. Ach, wen wundert's? Tournaments wohnt auch 0. Ja, wen wundert's, ne? Mein höchster Rang und ja, egal. So, auf jeden Fall könnt ihr nachher hier alles sehen, was ihr ja, gewonnen habt, ne? So. Und wir haben noch Achievements. Okay, Pick and Mix, Siven, was? Swine Saver. Okay, es gibt eine Menge Achievements. Dann. Okay. So, wir kommen wieder raus. Back, da oben. So. Ja, und dann gucken wir natürlich jetzt in den Singleplayer. Ne? Da könnt ihr noch beenden. Und da sind noch die Credits, aber die brauchen wir ja nicht. Okay, Singleplayer. Zack. So. Team Trail Test Solo Dojo. Okay, ich weiß nicht, was ist. Kann man da was machen? Was schieße ich denn da die ganze Zeit? Meine Hand oder was? Tatsächlich. Okay. Komm, wir machen Solo Dojo und das andere gucken wir uns dann gleich mal an. 10 Trial Tests, keine Ahnung. Also es klappt nicht immer, dass man das abschießt, ne? Okay, Solo Dojo. Choose your challenge and play a single round. Prove your worth in tired trials to unlock harder levels and mask rewards. Also hier kann ich jetzt die Masken freischalten und auch schwerere Level. Okay. Das sieht richtig cool aus, Leute. Das gefällt mir. Okay. So. Es blendet aus. Ich wollte es doch noch gezeigt haben. Okay.
Schade. So. Hi! So, welcome Challenger. Can you master each and every one of my previous trials? Let's see. Okay. So. Was haben wir denn da? Wer ist er denn da? Ninja Biscuits, hier ist Exit. Kann ich da was machen? Okay, das sind die Spiele, ne? Okay, wir schauen einmal durch. Ninja Biscuit. Dann haben wir Grab Catch. Dann haben wir Book Grunge. Totem Mauls. Cactus Kebas. Also von der Optik ist das wirklich toll, Leute. Was ich geil finde, da ist wirklich hier so ein Glanz drauf. Das sieht echt cool aus. Also das gefällt mir. Was ist da denn? Da ist ein Hebel. Was ist denn mit dem Hebel da? Hallo? Den muss ich ausprobieren. Ach, guck mal. Jetzt bin ich höher, weil ich ein Zwerg bin. Wie kriegt man das denn wieder weg? Gar nicht? Okay, finde ich aber cooler, ne? Dann wollen wir nicht immer hier so anstrengen. So, was haben wir da noch? Eggboxing, also ihr könnt noch Eierboxen machen. Way of the Sausage, okay. Seesaw. Ah, Rattlesnacks, irgendwas mit Flugzeuge. Apple Dash. Milking a pig, we are piglets, okay. Was ist das denn? Ich hab's kaputt gemacht. Ich will doch alles zeigen. Pig Bridge. Sind wir da gestartet? Ich weiß das gar nicht mehr. Ne. Chum Gun. Jetzt weiß ich nicht, wo wir gestartet haben. Also, wie viel ist denn hier drin? Catapult. Hooke Hook. Ne, hier sind wir, da sind wir, Ninja Biscuits, da sind wir gestartet. Ich würde sagen, dann starten wir damit auch, ne? Also sind eine Menge Spiele, ich habe jetzt gar nicht gezählt. Vielleicht habt ihr mitgezählt, ich weiß es nicht. Okay. Mach mal Ninja Biscuits. Ja, genau. Ninja Biscuits, okay. Wie gesagt, das spielt ihr eigentlich auch alles dann immer ja, mit anderen, ne? Also wie gesagt, der Fokus liegt hier wirklich auf dem Multiplayer, nicht auf dem Singleplayer. Ach, das sieht cool aus. Also von der Optik ist das Ding echt cool, Leute. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin sehr erstaunt. So, take note. Throw biscuits like flying disc to knock out the monster's teeth. Also ich soll jetzt die Zähne wegschmeißen, kaputt machen. Okay, mach mal hier. Nee, das ist ein... hallo? Jawohl, ich hab einen. Nee. Super. Ich weiß noch nicht, was die Zeichen da drauf sollen. Leute, das ist gar nicht so einfach. Ey, das war doch fast getroffen hier. Ey, ich treffe nichts. Was ist denn das? Ja, Attack, Attack. Ich schaffe hier nichts. Attack, Attack. Das ist gar nicht so einfach. Jawohl. Ah, guck mal, Leute. Hier so ein... Triple Zahn raus werf Frisbee Combo. Okay, das Ganze geht auf Zeit. Wo sehe ich denn meine Zeit? Ey, komm, den nimmst du hier noch mit. Okay, ich habe irgendwas gewonnen. Hey, eine Silber Pokalbüchse hier. Ich bin ein bisschen fertig mit der Welt. Das war jetzt alles ein bisschen stressig, aber das sah richtig cool aus. Bin echt leicht geflasht, muss ich sagen. Auch dafür, dass es nur Minispiel war, aber optisch wirklich ein Kracher. Ganz ehrlich. Okay, das war Ninja Biscuits. Ah, da sieht man jetzt, dass ich da schon was gewonnen habe. Okay. Na komm, meinen nächsten. Wo sind meine Hände? Meine Hände sind weg. Hä? Ich habe, glaube ich, einen Fehler gefunden. Ja, und jetzt? Ich habe keine Hände, Leute. Ich drücke mal Menü. Wir zoomen. Sie sind nicht mehr da. Meine Hände sind weg. Ah, jetzt sind sie wieder da. Okay, da ist ein kleiner Fehler im Spiel. So, das hatten wir, Ninja Biscuit. Da machen wir Grab Catch. So. Das müsst ihr bitte noch fixen mit den Händen, dass die dann direkt wieder erscheinen, ja, wenn man ein Spiel beendet hat. Also optisch bin ich jetzt gespannt, was mich erwartet. Weil optisch ist, also optisch ist das Ding schon mal echt grandios. Oh, das sieht gut aus. So, take note, fill your boat with healthy fish. Okay. Also geil finde ich echt diese Holzeffekte hier in dem Spiel, ne?
So, da oben haben wir ein paar Wolken. Ja, hier flimmert es ein bisschen, sage ich mal, so ein paar Kanten. Aber kann man mit leben. Wasser sieht sehr, sehr gut aus, ne? Gefällt mir. Prepare yourself. Hä? Was ist das denn? Und jetzt? Hallo? Was sollen wir machen? Was sind Fische? Ich glaube, ich sehe keine Fische. Hallo? Ja, hallo? Ey, das geht so schnell. Fische, Fisch. Fischer sitzt, Fisch, Fische, Frische. Und der Sascha fischt die auch noch. Hallo? Habe ich gute Punkte? Ich sehe das hier nicht. Mit meinen dicken Klauen hier. Hallo? Fische, Fisch. Hallo? Okay. Und normal spielt man das natürlich jetzt mit mehreren Leuten. Die würden wahrscheinlich auf den anderen stehen. Habe ich gute Punkte gemacht? Ich weiß das nicht, ey. Die zählen aber, wenn die da reinfallen, ne? Ja, mach mal hier ein Coming Out und ich. Ja, komm, mach. So, ich habe ganz viele Fische gefangen. Guck mal, die zappeln alle noch. Wieder nur Silber. Kein Gold. Mal gucken, was ich hier für Kraken habe, ne? Okay. Also die Spiele sind bis jetzt alle sehr simpel gestrickt. Also man muss da nicht großartig für studiert haben, ne? Oder großartig was gelernt haben. Aber die funktionieren. So. Oh, Silver. Okay. So. Einfach dahin gehen, wo ihr meint, ihr habt es in der Hand. Seht ihr das? Das ist unsichtbar. Das ist irgendwie echt ein Fehler. So, aber es funktioniert. Ihr müsst da nur... Ich treffe den Hebel nicht. So, der leuchtet nicht auf. Gib mir mal meine Hand wieder hier. Das ist ein Fehler im Spiel. Hallo. Ah, jetzt sind sie da. Ein bisschen Geduld muss man haben. Ich kann den Hebel aber nicht drücken. Funktioniert nicht. So, da sieht man dann den Pokal, den man schon gewonnen hat. Wieso darf ich das nicht spielen? Ist verboten. Guck mal, Leute. Warum? Warum ist denn das verboten? Okay, dann machen wir Hucke Huck. Das geht wieder. Oder Hucke Horge. Ja, ist ja gut. Machen wir Hucke Horge. So, bin ich wieder gespannt. So. Okay, muss ich mich da drin rumwälzen gleich? Grapefruit items and shake them to attract pigs and get the pigs in your pen. Okay, da muss ich mir auch nicht drin rumsuhlen. Ne? Ach, da, guck mal, da sind... Okay, das, ne, das vibriert jetzt hier schon. Also ich muss mich nicht komplett bücken. Und jetzt? Und jetzt? Hä? Hallo? Kann man das hier irgendwie... Komm mal her. So, muss ich das da reintun? Ach, tatsächlich. Also ich muss hier was hinschmeißen, damit die das fressen. Und dann muss ich... Ja, komm her, du Schwein. Geh da rein. Komm mal hier. Hier. Futter. Miam. Das Schwein ist umgefallen. Ey! Komm her, du kleines Ferkelchen. Ist das lustig. Okay. Das funktioniert sogar. Ganz cool. Hier, komm mal, fressen hier. Komm. Leute, ist das albern, ne? Guck mal hier. So. Komm, geh da rein. Ach, jetzt hau doch nicht wieder ab, du blödes Schwein, du. Hallo. Komm her, komm. Komm, der Papa hier. Ach, Mann. Bronze nur. Ach ja. Aber besser wie nix, ne? So, Hucke Pick. Ne, Hucke Huck oder was war das? Hucke Hock. Leute, das ist abgedreht hier. Völlig abgedreht. Also qualitativ ist das echt schon irgendwie ein cooles Ding. Ja, alles gut. So. Was haben wir dann? Catapult. Also jetzt darf ich hier wahrscheinlich so eine Katze in den Hund reinschleudern. Mach ich doch glatt. Selbst ohne Hände. Ich sehe das schon, ich habe gleich wieder alles durchgespielt, ne? Ja, das wird wieder so ein längeres Video, wenn ich euch jetzt alles zeige. Aber schauen wir mal. Okay, eine dicke Schleuder. So.
That's your dog's tongue, but beware of bombs. Okay, da ist der große Hund. Ready? Ja, was denn? Ah, das ist die Katze? Was habe ich jetzt keinen Punkt gemacht? Ich habe nichts. Ich habe doch da die 50 getroffen, nicht? Ich treffe doch da die Punkte, oder wie habe ich's? Warum will ich da treffen? Hä? Ich treffe die Punkte, aber ich krieg keine, oder? Wie habe ich's denn? Was muss ich machen? Ah, man muss die Zunge treffen. Und die geht dann weiter runter und dann kriegt man Punkte. Okay, ich hab's verstanden. So, hey, das ist einer runtergefallen. Achso, die Bomben soll man da nicht drauf schießen. Ja, komm, die zählt aber hier noch. Ich hab nichts bekommen. Nur eine Regenwolke. Ja, ich stehe im Regen. Ja, wie ein begossener Pudel. Ja, ich hab's noch nicht gerafft, wie es geht. Okay, ihr müsst auf jeden Fall immer auf die Zunge schießen, dann geht das weiter runter und kriegt ihr mehr Punkte. Gut. Also witzig sind die Spiele ja alle, ne? Kurz, knapp sind die alle, knackig. Dann machen wir noch einen. Das darf ich nicht. Das darf ich auch nicht. Das darf ich auch nicht. Alles ist hier verboten für mich, was soll denn das? Okay, hier ist eine Zahl. Das ist wahrscheinlich dann mit 3 Spielern, ne? Dass man das alleine vielleicht gar nicht spielen kann. Ne, hier ist ja keine. Doch, das ist auch eine 3. Hier ist auch eine 3. Da ist eine 2. Auch das darf ich nicht spielen. Seht ihr, hier ist die Zahl. Das ist wahrscheinlich dann für Minimum 2 Spieler oder so, ne? Ja, hier ist eine 1. Das kann ich spielen. Oder muss ich erst alles freischalten? Weil Kettepult habe ich ja nicht geschafft, ne? Komm, dann machen wir nochmal Kettepult. Ich weiß ja jetzt, wie es geht. Vielleicht bekomme ich da jetzt noch einen Pokal und vielleicht wird das andere dann freigeschaltet, bevor ich hier Quatsch erzähle, ne? Aber wäre ja blöd, wenn ich jetzt die anderen Sachen nicht alleine spielen könnte, ne? Oder? So, ich weiß ja jetzt, wie es geht. Ja, mach mal. Ich habe immer noch keine Hände. Ist doch scheiße ohne Hände. Ach, nicht fest genug. Ach, das gibt's doch nicht. Ich brauch den Pokal hier. Ach, zu hoch. Jawohl. Das ist eine Bombe, ne? Ah, nicht hoch genug. Jawohl. Komm. Ja, super. Was ist das denn? Bombe will ich nicht. Ey, der ist ja viel schwerer wie der andere. Ach, viel zu weit. Ey, die fallen ja wieder runter. Das ist doch die Verarsche. Jawohl. Ey, der hätte noch gegolten. Aber ich kriege einen Bronzepokal. Das ist eine Bronze, ja, genau. Auf jeden Fall keine Regenwolke. Ja, und 2, 3 Konfetti hier. Ja, yeah. So, jetzt habe ich auf jeden Fall überall einen Pokal geholt, wo die 1 gestanden hat. Mal schauen, ob es jetzt gereicht hat, dass ich auch die anderen spielen dürfte. So, das gucken wir mal. Silver or gold would be better, but it's a start. Ja, sicher ist das. You have unlocked the next tier. Ah, siehst du, jetzt habe ich das freigeschaltet. Jetzt habe ich auch die anderen spielen. Also habe ich jetzt auch keinen Quatsch erzählt. Also darf ich jetzt die Zweier spielen. So, das war jetzt Tier 1. Und jetzt darf ich auch Tier 2 spielen. Seht ihr? Was haben wir denn? Okay, spielen wir das. Bug Grunge. Also ihr seht schon, die Spiele sind echt alle total abgedreht. Ich werde natürlich jetzt nicht alle Spiele zeigen, das kann ich nicht, allein vom Zeitfaktor. Aber ihr wisst natürlich, wenn ich die anderen Spiele für euch testen soll, dann bitte in den Kommentaren. Ihr möchtet das gegen mich spielen, auch dann gerne in die Kommentare, dann mache ich gerne nochmal ein Multiplayer-Video. So, Stomp on the Bugs before they steal your food. Okay. Prepare yourself. Ach so, ich soll jetzt auf die...
Kacke, da kommen kleine Käfer. Hey! Ja, ey! Squick, Squitch! Ey, ey! Der klaut mir mein... Ey! Hallo! Ey, Digga! Ja, die... Da kommen immer mehr, das ist so... Der klaut mir mein Lebkuchenmännchen da! Ey, ey, ey! Und die klauen mir alles! Ey, seid ihr bekloppt oder? Ey, ich krieg gar nichts. Ey, die haben mir fast die ganze Decke hier weggeräumt. Abgeräumt. Also wirklich. Puh, aus der Puste komme ich auch noch. Ja, Leute, wollt ihr noch einen? Einen machen wir noch, oder? Komm, einen machen wir noch. Nee, ich lasse euch doch nicht mit der Regenwolke hier alleine, das meine ich. Echt nicht. So. Totem Molds, okay. Zack. Totem Molds. Okay, das sind 4 Tiers, A4 Spiele, ne? Dann sind wir bei 16 Spiele. Kann man eigentlich nicht meckern, ne? Das Ding soll $19,99 übrigens kosten. Ich gehe da mal von aus, 20 Euro. So. Grab Molds, they spring from holes and stack them up as totem poles. Okay, ich soll jetzt also... Irgendwie die Maul. Ah, okay. Was denn? Wie soll ich den denn da hinstecken? Ey. Hallo? So. Okay. Okay, jetzt müsst ihr wirklich vorsichtig machen, sonst geht das nicht. Nee, nee. Hallo, ich will doch keine Bombe. Ey, mein Turm ist weg. Was ist denn das hier? Ach, scheiße, ich hatte einen. So. Gott, ist das lustig. Was, wieso Minus? Ich geb doch mir... Jetzt gib mir nicht wieder die Regenwolke. Ich krieg tatsächlich die Regenwolke. Ich fass es nicht. Nee, 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 nee. Okay, also es ist teilweise echt auch fordernd, muss ich sagen, nicht nur lustig, aber optisch ist das echt eine Wucht, immer noch das Ding. Also es sieht wirklich phänomenal aus für die Oculus Quest, also echt toll. Ja, gut, die anderen Spiele haben wir uns am Anfang schon angeguckt, ne? Wir können nochmal Cactus haben wir noch und Peer Pressure. Und dann kommen wir schon in Tier 3. Ach komm Leute, wir machen nochmal Peer Pressure. Ich muss da durch. Weil ihr habt ja gesehen... Ja, mach mal. Einen müssen wir noch. Ich will euch nicht mit der Wolke hier alleine lassen. Das machen wir nicht. So. Mach mal. So. Ich darf schießen? Okay. Was ist denn das so nah? Shoot at... Okay. Let's see what you're made of. Muss ich was reintun, ne? Was soll ich denn abschießen? Ach, da oben die? Was muss... Ey, das ist schon näher! Ey, der kommt auf mich zugeflogen! Ey, der hat mich voll geschissen! Hast du eigentlich einen... Muss ich die Sachen da jetzt nochmal abschießen? Ey! Ach, ich muss die abschießen, wenn das hier über mir ist, dass ich das fange. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Also es muss alles auf den Steg. Jetzt scheiß mich doch nicht wieder voll hier, ey. Ich sehe nichts. Ist doch hier Kacke, ey. So. Ich muss da was reinwerfen, ne? Shit hier. Die Bombe will ich nicht. Ah, ich nehme nichts. So, hab den Scheiß eigentlich mal hier abgeschossen. So. Nee, nee, nicht die Bombe. Bitte. So. Nee.
Ja, das war's. Aber es gibt ja jetzt hier wohl ein Minimum. Guck mal, Leute, so ganz Silber. Jetzt scheißt mir doch nicht. Jetzt scheißt der mich nochmal voll hier, ey. Ist ja nie wahr. Kackt der mir voll auf die Brille hier, ey. So. Gut. Dann nochmal mit dem Pokal hier raus. So, jetzt gucken wir mal, wie wir hier wieder rauskommen. Achso, da steht ja ganz groß Exit. Ja, so, okay. Return to Main Menu. Yes. Hä? Ach so. Ja. Jetzt schmeißt mich aber bitte nicht ganz raus. So, da war nämlich noch irgendwas, ne? Da war noch ein zweiter Punkt, irgendwas mit Test, ne? Test Tree, Try, Trial, ich weiß nicht. So, Singleplayer natürlich. Meine Hände sind schon wieder weg. Meine Strahlen auch. Das ist doch scheiße. Ja, jetzt kann ich auch keine Hände schießen, weil ich habe keine. Also das ist noch ein Fehler im Spiel, Leute. Das müsst ihr echt noch fixen. Ich mache nochmal hier Menü. Geht nicht. Geil, ne? Hallo. Ja, der braucht ein bisschen, bis das hier wieder funktioniert, glaube ich. Ja, irgendwann kommen die wieder. So. Das müsst ihr echt noch fixen. Das ist scheiße. So, 10 Trial Test. So. Practice improve your skills without competition from rivals in Grand Senses 10 Trial Test. Begin. Probieren wir aus, Leute. Komm. So. Jetzt kommt wieder das Ding in hier. Okay. Keine Ahnung, was ich jetzt machen muss. Muss ich jetzt 10 Spiele am Stück spielen? So, take note. You have 10 spins of the wheel to achieve the highest rank you can. Will you attain the fabled black headband? Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Was soll ich jetzt machen? Okay. Das läuft jetzt einfach hier. You have won a tile teleport. Select a tile on the board to instantly travel there. Ja, weiß ich doch nicht. Ja, mach mal dahin. The first trial is upon you. Pay close attention and you should fare well. Muss ich jetzt spielen oder was? Kaktuskebers. Okay, also ich muss jetzt hier praktisch auf so ein Brett und jetzt komme ich in die Spiele rein. Das macht natürlich richtig Sinn, wenn man das mit jemand anders spielt. Kaktuskebers kenne ich gar nicht, durfte ich auch gerade gar nicht spielen, war nicht freigeschaltet, ist doch ganz cool, oder? Boah, ist ja groß. Throw javelins to pin food to the giant cactus. Was? Ich soll irgendwas schmeißen. Prepare yourself. Okay. Try and get some food on this one. Hab ich was getroffen? Nee, ne? Ich will nicht den Kaktus treffen. Ich treffe hier nichts. Ja, treff hier mal ein bisschen Food. Mach das doch mal selber, das ist... Ich treffe hier nichts. Also das ist jetzt ein bisschen blöde, auch hier... Das wirft sich ein bisschen doof. Ich treffe hier gar nichts, ey. Leute, ich werde doch irgendwie so einen Glückstreffer machen, ey. Ey, das gibt's nicht. Jawohl! Einen habe ich. Oh, Leute. Ich treffe immer nur den blöden Kaktus. Jawohl. Ach, Mann. Ja, ich kriege wieder hier so eine Regenwolke. Bleib mal da. Nee. Aber kann ich mir die Vogelkacke mit von der Brille waschen, ne? So. Ja, die Frage ist natürlich jetzt, wenn man das alleine spielt, jetzt dreht ja kein Gegenspieler. Ne? Also es geht darum, dass der Gegenspieler natürlich auch dreht, Sachen macht und dann bekommt man hier Punkte. No golden suns for you, you have 9 spins remaining. You scored 0. Da kommt ein Mama noch. So, auch hier sind die Hände wieder weg. So, ich spin das ganze Ding. Die 2. So, und jetzt bekomme ich das Spiel automatisch. Ach, nicht schon wieder Grab Catch, das hatten wir schon, ne? Aber gut, das spielen wir jetzt nochmal, dann wisst ihr jetzt, worum es geht bei diesen Dingen. Also, man darf 10-mal drehen, das macht man natürlich eigentlich mit einem Gegenspieler. Und dann muss man Punkte sammeln in den Spielen natürlich und kann sich die praktisch vorher nicht aussuchen, weil das Ganze dann Glück ist, ne? So, kennen wir schon.
Und da habe ich ja vorhin auch Punkte bekommen. Da gucken wir uns das nochmal mit den Punkten an. Ja. Ihr sollt da reinfallen, nicht wieder ins Wasser, ey. So, hier macht sie mal bling bling, das ist gut, bling bling sind immer Punkte. Ja, yummy, yummy. Fischi, fischi, Fisch. Hier riecht alles nach Fisch, Leute. Das ist ein Spiel, ne? Vogelkacke, Fischgeruch. Was will man mehr? Und dann irgendwie A-Brille haben hier. Das macht gar keinen Bling mehr. Was war das denn? Jetzt erzählt noch die zwei Punkte da. So, jetzt kriege ich aber die Punkte. Jetzt machen wir hier nicht wieder. Oh, boah, guck mal, Leute. Ey, hier noch zum Abschluss so eine dicke goldene. Goldenes Pöttchen, Töpfchen. Alle schreien, alle jubeln mir zu. Hey. Ja. Da fehlt mir glatt die Stimme, ne? Ja, so. Stimme wieder da. You scored 33 to earn gold. You are awarded 12 golden suns. You have 8 pins remaining. Oder spins remaining. Jetzt krieg ich 12 Punkte oder 33? Lovely. 12. Okay, jetzt bekomme ich den gelben Gürtel hier. Okay. So wird das Spiel natürlich jetzt weitergehen. Ich würde jetzt wieder drehen, dürfte wieder was spielen und so weiter. Frage ist natürlich jetzt, wie komme ich hier raus? Okay. So, ich mache jetzt einfach mal Quit. Ob er mich ganz rausschmeißt, weiß ich nicht. Sehen wir dann. Return to Main Menu. Yes, okay. So, und das könnt ihr dann, wie gesagt, auch natürlich gegeneinander spielen. Gegeneinander ist das Ganze natürlich nochmal eine ganze Ecke witziger, knackiger. Der Wettbewerb steht dann im Vordergrund und so weiter. Richtig tolles Ding. Also es sind, wie gesagt, echt nur Minispiele, aber die haben Witz, die sehen gut aus. Also technisch funktioniert eigentlich alles, ich sag mal, zu 98%, außer dass die Hände mal weg sind. Bitte fix das noch zum Release, ja, würde ich mich freuen. Und ja, dann würde ich sagen, ich sage im Fazit noch was dazu. Bleibt noch ganz kurz dran, Leute. Wir sehen uns gleich nochmal ganz kurz wieder ohne Brille und ohne Vogelkacke im Gesicht. Bis gleich. Ja, ich habe einige Minispiele hinter mir gebracht und es hat mir richtig Spaß gemacht, muss ich sagen. Selbst wo ich es jetzt alleine gespielt habe. Aber der Fokus liegt natürlich auf Multiplayer. Und wenn ihr euch das Ganze jetzt mit mehreren Mitspielern vorstellt, dann kann da richtig eine Party entstehen. Richtig Gaudi, weil die Spiele sind sehr schnell zu erlernen. Das finde ich sehr, sehr wichtig, wenn man eine kleine Partyrunde macht. Und die Spiele sehen richtig, richtig gut aus. Also das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich habe schon einige Minispiele gespielt und auch gezeigt, aber optisch ist das Ding hier echt 1A. Da gibt es erstmal ein Däumchen für. Dann sind das ganze 16 Spiele, das Ding soll $19,99 kosten. Wie gesagt, mit dem Multiplayer-Aspekt dabei, ja, geht das sogar in Ordnung, muss ich sagen, weil es technisch wirklich sehr, sehr rund läuft, bis auf dass meine Hände verschwunden sind, aber das wird ziemlich schnell gefixt werden, da mache ich mir eigentlich gar keine Sorgen. Und da, wo ich mit der Kanone unterwegs war, wo ich die Vögel abschießen musste, da hat das mit dem Greifen hier nicht immer so ganz funktioniert. Oder halt, ich habe blind daneben gegriffen. Das konnte ich leider nicht sehen, weil ich ja mit dem Schießen beschäftigt war. Ja, wie gesagt, die Spiele sind sehr, sehr kurzweilig. Als Singleplayer würde ich jetzt sagen, okay, dann ist der Reiz ziemlich schnell weg. Ja, weil da gibt es wirklich auch andere Alternativen, vielleicht auch kostengünstigere Alternativen. Aber trotzdem hat es mir Spaß gemacht und ich würde das Ding echt, echt gerne mal im Multiplayer spielen. Das würde ich natürlich auch gerne aufzeichnen, also schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr mal Lust habt, ja, in einem Video von mir und WeArbeitz aufzutreten in Loco Dojo Unleashed, würde ich mich natürlich riesig freuen, weil das Spiel lädt förmlich dazu ein, mal richtig abzuschalten, richtig Fun zu haben. Wenn sich natürlich jetzt viele Leute das Spiel kaufen, dann würde ich sagen, wenn ihr wirklich Spaß haben wollt, dann kauft euch das, weil es ist wirklich toll. Was ich auch richtig gut fand, war nachher dieser Modus mit diesem Brettspiel, sage ich jetzt mal, wo man drehen konnte. Dort ist es dann wirklich per Glück, welches Spiel man zugelost bekommt. Und dann bekommt man Punkte und die werden addiert. Man darf 10-mal drehen. Das finde ich auch richtig spaßig, richtig cool gelöst. Ja, ich hoffe, ihr hattet dann euren Spaß mit diesem Video. Ich würde mich natürlich jetzt über ein Däumchen freuen und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert haben solltet, ja, dann macht es gerne jetzt. Verpasst ihr keine Videos mehr von mir und bekommt immer eine Info, wenn ich was für euch hochlade.
Ja, dann ganz zum Schluss natürlich mein Discord-Server. Vergesst den bitte nicht, mit derzeit über 250 WeAR-Usern. Ihr findet Multiplayer-Partien. Ich bin auch noch da. Tipps und Tricks. Wir können uns einfach nur unterhalten. Wir würden uns riesig freuen, euch demnächst auf meinem Discord zu sehen. Hier an meiner Seite findet ihr eine Auswahl meiner Videos. Stöbert gerne durch. Vielleicht findet ihr das ein oder andere noch, was euch interessiert. Und jetzt sage ich nochmal danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Abend, eine schöne Woche, wie ihr das natürlich von mir gewohnt seid. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Sascha. Haut rein, Leute. Ciao.